Detlef Lindner lebt auf einem Bauernhof, ohne Bauer zu sein. Der 49-Jährige unterhält einen Pferdehof, aber auch Pferdewirt ist er nicht. Eines jedoch ist der Blankenfelder Kfz-Meister in jedem Fall vielseitig. 2 Jahre nach dem Mauerfall machte er sich mit einer Autowerkstatt selbstständig, auch um das Grundstück zu halten, auf dem Vater Gerhard zu DDR-Zeiten einst Schweine hielt. Wir können praktisch hier zurückverfolgen bis ins 17. Jahrhundert mit diesem Hof. Also es waren immer Hof Neuendorf oder letzt Lindner. Und man hat doch irgendwo ein bisschen Heimatgefühl und ein bisschen so diese Ortsansässigkeit. Man ist hier geboren, man wird auch hier, sag mal, auch sterben. Und man hat auch damit auch gelernt, Verantwortung zu übernehmen für diesen Ort, mit diesem Ort. Seit mehr als 20 Jahren besteht die Kfz-Werkstatt. Mittlerweile beschäftigt Detlef Lindner 18 Mitarbeiter. Beinahe ebenso lange gibt es den Pferdehof, wo für Pferde von Privatpersonen gesorgt wird. Immer unter den wachsamen Augen von Vater Gerhard, dessen Familie mit den Enkeln Anne und Sven um eine Generation gewachsen ist. Mit der Jugend, das ist einfach nicht immer ganz einfach zu leben. Aber man muss sich daran gewöhnen, man muss ihm viel zurückstecken. Heute haben sie eine ganz andere Meinung zu den Dingen. Und da kick ich da, mag da. Zu jeder Versöhnung gehört ein Streit. Da ist sich die ganze Familie einig. Nur darüber, ob Sohn Sven einmal den Familienbetrieb übernehmen wird, herrscht noch Uneinigkeit. Wäre schön wäre es, Sohn oder Tochter, dass sie doch mal irgendwo diese Zepter mit übernehmen würden. Und in irgendeiner Form, in ähnlicher Form, die Sache weiterführen würden. Klar. Naja, also, ja, würde ich schon, also die Werkstatt auf jeden Fall, also es wäre schon so Karosseriebauer, Mechatroniker, würde ich schon gerne werden, aber mit der Landwirtschaft, das weiß ich noch nicht so. Bis zur Entscheidung bleiben Sven aber noch ein paar Jahre Zeit, auf dem Bauernhof, der eigentlich gar keiner ist.